Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Farmers Life. Jetzt habe ich schon den Namen vergessen. Wir waren hier stehen geblieben auf meinem Hof, hier der neue Mitbewerber, sag ich mal. Ne? Ich bin ja auch ein großer Landwirt jetzt. Hat sich gerade hier vorgestellt oder nochmal vorgestellt und er will die Bogen kletten, ne? Aber wir sehen dann weiter, wie es weitergeht. Okay, da sind wir wieder. So. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das alles neu hier und was er alles gemacht hat. Ich weiß nur, der ist neu. Der Frontlader, hier war früher auf dem alten Case hier. Da war früher mal ein Frontlader drauf, so viel ich mich erinnere, weißt du? Das ist auch schon 30 Jahre her, ne? Oh, ich sehe, aber du Und? hast auf jeden Fall schon mal ein bisschen Ballentechnik. Das ist ja schon mal Ja, interessant. die ist auch neu, die kenne ich nicht. Wir hatten früher eine Kleinballenpresse. Und das hier, den kenne ich noch. Den Düngestreuer. Aber hier hat er noch so ein Ding stehen. Das ist ja auch ein Düngestreuer. Ich denke mal, da hat er jetzt Dünger und der hat einen für Kalk oder was. Das Keine kann, na gut, Ahnung. das habe ich bei mir unten am Hof ja auch. Ich habe ja auch extra einen für Dünger. Gut, ich muss ja sagen, bei mir der Hof ist ein bisschen moderner. Ich arbeite ja hier mit dieses Precision Farming und den ganzen Scheiß. Damit man ja diese ganzen Statuten heute einhält, das gibt's ja bei dir am Ja, das Trecker. haben wir auf. Ich habe hier so ein Display gefunden. Da steht auch die ganzen Ländereien drin und so. Ja, das ist auf dem Tablet, genau, das haben wir Genau. auch. Und dann gibt es Ah, halt noch ja, Precision das haben wir Farming, das auch. rüstet man sich auch an die Traktoren da ran. Dann hängen hier so eine weißen Sensoren hier an den Spiegeln dran und all so ein Scheiß. Das ist alles, damit du deinen Bogen ja, so perfekt wie möglich machst. Und zum Ernten, das zum Beispiel habe ich jetzt schon mit drinne. Wurde mir halt ans Herz gelegt, das mitzumachen, um halt den Ertrag hier, weil die Böden hier wohl sehr sandig, lehmhaltig sind, dass man da halt das Beste rausholt. Da muss ich mal meinen Hinterlader fragen, ob das hier bei dem noch geht. Bei den anderen hat das keinen Sinn mehr, oder? Bei dem Nee, hier, ich oder? glaube wohl nicht. Ich weiß nicht, ob das geht bei denen. Keine Ahnung, ich kenne die Technik nicht. Keine Na gut, wenn ich Ahnung. mir auch dein Drescher so angucke, also wenn du mal ein bisschen mehr zu ernten hast, ne, dann kannst du dich bei mir melden. Ich habe ein bisschen was Größeres. Aber ich habe ja nicht so viele Ländereien. Das sind nur ein paar Wiesen und zwei, drei Felder. Also Aber ich die sind habe. noch so. Also ich habe jetzt, wie gesagt, einen Großeinkauf beim Händler gemacht, weil ich habe so vor, so ein bisschen Richtung Viehzucht zu gehen. Ich meine, ich habe jetzt ein paar Hühner auf dem Hof laufen. So, da habe ich jetzt einen Großeinkauf gemacht. Mein Deutz hast du ja schon gesehen. Ja. Da war auch das Schneidwerk drauf, hinten dran für den New Genau, Holland Drescher. Und dann ja. habe ich noch einen New Holland Trecker. Noch einen dritten Trecker will ich mir auch noch dazu holen. Ah, Ah, da ist doch okay. schon, dein Chef ist Ach, hier das ist so mein mir, dein Hinterlader, zukünftiger. mein Na, Chef. Sven. Hallo, Chef! Hallo, Rainer. Hallo, Marco. Rainer, ich habe für Ramsi, dich nur die Ramsi, Unterlagen, Ramsi, ja, haben Sie. Ich habe für Ramsi. dich die Unterlagen bei. Die würde ich dir hier einmal mitgeben, Oh, ich bin dass du die angemeldet. bitte Juhu! ausfüllst. Ach so. Angemeldet noch nicht, musst du lediglich noch ausfüllen. Die bekomme ich dann bitte zurück. Warte, ich kreuze das schnell voll. Moment. Das Ich mach klären mit der Kamera. Anmeldung und Marco, ich hätte für dich noch den Anhänger hinter mit dem umlackierten oder neu Ja, beschafften Schneidwerk. darf ich mal Soll gucken? ich dir den zum Hof runterbringen? 21. Du stehst aber schon hier auf der Straße, ne? So ein Ja, Gehabe. ich habe Oh ja, richtig das sieht doch schon wieder viel Glück. besser aus. Genauso haben wir uns ja das gedacht. Moment. Ja, ich habe jetzt keinen Ansatz. Ich hätte mir den auch in den Pickup gehauen, aber ich habe da keine Anhängerkupplung dran. Wo seid ihr denn? Draußen auf der Straße. Stellst du mir am Hof Straße. hin, genau. Ja, ich stehe gleich vom Hof. Genau, das Reserverad hat auch noch gefehlt. Siehst du, wenn man Platten ist, Da hinten. meine ich doch. Was kommt da angefahren? Oh, Chef, ich guck, hab. der Alex taucht auf. Oh ja. Chef, ich hab hier meine Papiere. Bitte schön. Ups. So, Wo ist Papiere er? sind da. Da, da, komm. Tipptopp. Ja, danke. Ja, Dann bringe ich das noch zum wunderbar. Oh, Steuerberater. Alter, sag Mann, mal. was ist das denn für einer? Na, das ist Das hier, ist ein Lohnunternehmen, Alex, sag mal. Lohnunternehmer. Ja, der Lohnunternehmer, Ey, okay. die müssen. Das hier ist doch dein Schneidwerk, oder nicht hier? Ey, Wie heißt der? Alex! Mittelmeier, Ist der nicht ganz dicht, Alex? Kachelt uns hier fast um. Morgenstern, das ist doch dein Ding hier, oder nicht? Richtig. Guck mal, was der Das für ist mein Schneidwerk hier Schneidwerk, ist, um genau. Gottes Das Willen. ist das, was ich dir sagte, wenn du größere Sachen hast. Oh. Aber ich bin gerade ein bisschen perplex hier. Was war das gerade für ein Ding hier? Also das Lohnunternehmen denkt wohl, das kann sich alles rausnehmen oder was? Was das denn jetzt war? Also Ja, ich hab mich mal überfahren. ja, ich habe das gesehen. Also ich war ja Gott sei Dank schon auf der Einfahrt, aber euch beide hätte fast umgekachelt. Also, Ja. damit Ja. du schon mal siehst, Ramsi war das, Ramsi. ne? Oh, den Namen muss ich mir irgendwann Ramsi, ja gewöhnen. genau, Ramsi. Das ist unser LU, das ist der Chef vom LU. Da siehst du, was der Ja, sich der kann rausnehmen John darf. Deere da oder was? Der mit John Deere, wo ist der? Ist der jetzt auch bei dir auf dem Hof rauf oder wo ist der hin? Keine Ahnung, wo Ich der habe ja ist. noch Der hinterher ist gerufen, aber da der hat ja nicht. nicht reagiert. Nö, hier ist keiner. Oder? Nö. Warte mal, ich höre das Ding doch schon wieder. Ich höre das Teil doch schon wieder. Doch, da kommt er doch schon wieder. Da ist er doch schon wieder. Oh ja, hier ist er. Was kreist der hier rum? Ist der. Wo will er denn hin? Warte mal, jetzt hole ich mir den. Hat Wo ist Lona der? nichts zu tun oder ist ihm Ich langweilig? weiß es auch nicht.
Ah, jetzt, er kommt her. Wollen wir gleich Hallo? mal zusammen scheißen, Ich also ganz bin noch ehrlich. Ecke hier. Ich hänge ein bisschen an meinem Leben. Ja, Ich habe in Australien Krokodile überlebt, dann werde ich das hier wohl auch noch überleben hier. ich auch. Ich habe gerade großen Kredit aufgenommen. Den würde ich schon ganz gerne abzahlen. Also, den würde ich nicht mit ins Grab nehmen. Ja, dann bist du der Ist Erste, der mir da keine jetzt nicht ins Kredite Auto nochmal gefahren? abgeschnitten. Nee, ich dachte eben. Ich bezahle nicht gerne Kredite. Servus! Servus! Sag mal, Alex. Warum steht ihr so beschissen mitten auf der Straße? Da kann man Sag nichts mal, sag dafür, mal. wenn man nicht so schnell bremsen kann. Soll ich dir mal dein Toupet vom Kopf hauen? Alter, hier ist 30 erlaubt und keine 120. Sag mal, bist du. Das sind Ich mache doch landwirtschaftliche keinen Wege. Haarschnitt. Auf mein Tacho stand gerade mal, ich bin Den Bolz, 30 weil ich hier nicht gefahren, aus dem Hof also. komme. 30 pro Radmutter zählt hier nicht. Das ist Also, Mann, gut, 30 ey. pro Radmutter, so Ich fahre ich dachte, auch. die 30 zählen nur dann, wenn man unter 80 Kilo wiegt, aber ich wiege leider 3 Tonnen. Deswegen kann ich ja Also schneller fahren. ich meine ja so, ich bin ein Gemütsmensch, aber wenn ich jetzt auf der Straße gewesen wäre, so wie die Beine, dann wärst du jetzt hier so gemütlich aus dem Auto nicht ausgestiegen. Ich glaube, dann hätte ich dir jetzt aber einen am Latz gehauen. Ach, pass mal auf, Doch, das Kollege, wäre mir doch ich egal. bin in meinen Zaun gestolpert, hier kommt schon ein Riss im Arsch. Siehst du? Doch, weißt du, was das Schöne ist? Dann klebe ich dir gleich einen Flicken drauf oder zieh da mit dem Mähdrescher durch. Die Buchse, dann hast du eine richtige schöne Also kaputte ganz Buchse. ehrlich, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, du bist der Chef vom LU. Ich würde ein bisschen vorsichtig Jo. sein, wie du mit Alles sehr gut, oder was? dein künftigen Auftraggebern reden tust. Du willst Wir Geld haben von uns LU verdienen. hier. Das ist ja Du. geil. Ich brauche ein kostenloses LU. Weil ich habe nicht vor, hier viel zu bauen. Na, Viel zu bauen, ne? Basteln. so wie der hier Jo. umgeht, ist der kostenlos aktuell. Also, sag mal, bist du Ich brauche jemanden, der betrunken? kostenlos meine Arbeit macht. Oder am liebsten alle Arbeit macht. Und nichts haben Nö, will dafür. ich wollte euch eher sagen, dass ich auf der Flucht bin und deswegen auch, dass es keine LU mehr gibt. Was auf der Ich muss. Flucht? Ja, aber ich habe irgendwie so ein bisschen Scheiße gebaut. Deswegen ist es mir jetzt gerade auch ein bisschen egal mit der Buchse und so. Ich habe richtig Scheiße gebaut. Ja, ich muss mich normalerweise vor der Polizei verstecken. Ehrlich? Ja. Hier gibt es doch erst seit heute den Polizist oder seit wann gibt es den hier? Der Bürgermeister hat Ja. den doch erst verordnet oder wie habe ich das gehört? Ja, aber Richtig. ich habe den Verdacht, aber dass die Polizei jetzt irgendwann kommt. Ich habe schon vorher schon die Steuern hinterzogen, weil Kannst du mein mir da ein paar Bruder Tipps und ich geben? hatten Stress und ich und ja. Ey, kannst du mir da ein Und paar Tipps geben mit den dann. Steuern? Ja, natürlich, immer, komm her. Ich brauche da unbedingt Beratung. Also ich habe schon mal Ja. hingekriegt, dass ich angemeldet bin, ohne was zu arbeiten. Das läuft, das passt ja schon mal gut. Das läuft, ne? So. Ach du lieber, hier kommt deine. Dein Taxi ist da. Was ist das denn jetzt? Dein Taxi kommt. Ach du Scheiße. Wacke abhauen. Ey, mach mal die Einfahrten zu, dass er hier nicht mit seinen alten John Deere vom Hof kommt.